Hallo, ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Haarausfall. Und es geht um Medikamente und Wirkstoffe und es geht um Wirkstoffe bzw. Wirkstoffgruppen, die in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden. In der Folge davor war das das Finasterid innerlich und jetzt geht es um eine Wirkstoffgruppe, eine Wirkstoffkombination, nämlich um ein Glukokortikoid plus ein Hormon. Und das Ganze wird äußerlich angewendet. Glukokortikoide sollen zusammen mit dem weiblichen Hormon Estradiol auf unterschiedlichen Wegen männliche Hormonabkömmlinge blockieren, die den Haarwuchs an den Haarwurzeln behindern und dadurch den Haarausfall fördern. Das Ganze ist rot, wenig geeignet und es wird aufgeführt. Fluoprednidin plus Estradiol und Prednisolon plus Estradiol plus Salicylsäure. Wenig geeignet bei Haarausfall bei Frauen, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. Jetzt kommt es zu einem Kommentar. Ob der oben beschriebene Wirkmechanismus bei der Behandlung von Haarausfall tatsächlich von praktischer Bedeutung ist und die Mittel den Haarausfall nachhaltig stoppen, wurde bisher in klinischen Studien nicht ausreichend belegt. Wichtig zu wissen, wegen des Gehalts des weiblichen Geschlechtshormons Estradiol sind die Präparate nur für Frauen zugelassen. Wenn Sie unter einem Tumor leiden, dessen Wachstum durch Östrogen gefördert wird, zum Beispiel Brust- oder Gebärmutterschleimhautkrebs, oder Sie bereits Östrogene gegen Wechseljahresbeschwerden einnehmen, oder bei Ihnen eine Endometriose diagnostiziert wurde, sollten Sie die Wirkstoffe nicht anwenden. Rötet sich die Kopfhaut, brennt oder juckt sie und es bilden sich Bläschen, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen dieses Präparat nicht anwenden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Bei Haarausfall in der Schwangerschaft sollten Sie diese hormonhaltigen Arzneimittel nicht anwenden. Wenn Sie während der Anwendung eines der Präparate schwanger geworden sind, sollten Sie es sofort absetzen. Da die Wirkstoffe in die Muttermilch übergehen, können sie die Entwicklung des Säuglings beeinträchtigen. Während der Stillzeit sollten sie diese deshalb nicht anwenden. Es geht weiter mit Minoxidil äußerlich.